Für die AfD-Fraktion erteile ich nun Herrn Herrmann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Wie bereits in der ersten Lesung zum Gesetzentwurf zum Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern von uns mitgeteilt, sehen wir diesen Gesetzentwurf positiv und befürworten ihn entsprechend. Da schon viel dazu gesagt wurde und weitgehend Konsens besteht, fasse ich mich kurz und werde jetzt nicht noch einmal alle Gründe wiederholen, warum wir einer solchen Regelung zustimmen, zumal wir die auch schon in der ersten Lesung genannt haben. Dennoch möchte ich noch einmal etwas Grundlegendes hervorheben, was deutlich macht, warum man eigentlich nicht Nein zu diesem Gesetzentwurf sagen kann. Und entsprechend auch fast alle anderen Fraktionen dieses Hauses zustimmen, natürlich mit Ausnahme der LINKEN, die wie immer bei dem Thema Abschiebung den Verstand außen vor lassen und strikt linksideologisch und realitätsfremd, dafür aber umso mehr Asylpopulismus betreibend, sich vernünftigen Regelungen verschließen. Ein wesentlicher Grund für unsere Zustimmung ist in der Entlastung der Polizeibeamten zu sehen, die seit Jahren Berge von Überstunden vor sich herschieben. Sie werden jetzt dankbar zur Kenntnis nehmen können, dass ein Aufgabengebiet für sie reduziert bzw. wegfallen wird. Und an dieser Stelle darf ich anmerken, wir von der AfD unterstützen jeden sinnvollen Vorschlag, der unsere Polizeikräfte entlastet. In diesem Zusammenhang muss allerdings noch einmal klar gesagt werden, dass nicht nur abgelehnte harmlose Asylbewerber transportiert und abgeschoben werden sollen, sondern auch teils gefährliche Kriminelle und auch Personen, deren Reaktionen und Handlungen nicht vorhersehbar sind, aber zu erheblichen Eigen- und Fremdgefährdungen führen können. Entsprechend müssen die Personen, die zukünftig für die Rückführung zuständig sind und eingesetzt werden, entsprechend ausgebildet bzw. weitergebildet werden. Und das nicht nur in psychologischer und kommunikativer Hinsicht, sondern auch ganz praktisch in der Anwendung von unmittelbarem Zwang, sollte es nämlich zu Widerstandshandlungen jedweder Art kommen. Der Einsatz von beliebigen Mitarbeitern ohne entsprechende Schulung und Ausrüstung muss an dieser Stelle unterbleiben, ja, sogar ausgeschlossen sein. Und das muss selbstverständlich für alle Bediensteten der für die Rückführung zuständigen oder auch nur beteiligten Behörden gelten. Bei uns in Hessen können wir erfreulicherweise z.B. auf die Wachpolizei zurückgreifen. Aber auch diese Kräfte müssen noch entsprechend weitergebildet werden. Meine Damen und Herren, da schon verschiedene Bundesländer andere Bedienstete als Polizeivollzugsbeamte für den Vollzug von Rückführungen einsetzen und dies bisher zu keinen Vorfällen geführt hat, die erhebliche Bedenken rechtfertigen würden, gibt es objektiv keinen Grund, diesem Gesetzentwurf nicht zuzustimmen. Die AfD-Fraktion jedenfalls befürwortet den Gesetzentwurf, zumal er nicht nur Rechtssicherheit schafft, sondern auch eine Entlastung für unsere Polizei darstellt. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Schauder von Bündnis 90 Die Grünen nach vorne bitten. Lassen Sie sich Zeit, wir werden noch unterstützt. Vielen Dank, dass Sie uns so hygienetechnisch so wunderbar begleiten, die ganzen Plenartage. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben KollegInnen! Ich habe großes Verständnis dafür, dass das Thema Abschiebemaßnahmen emotional ist, dass es emotional geführt wird. Aber, liebe Frau Sömnis, an dieser Stelle hört es dann mit meinem Verständnis für Ihren Redebeitrag auch schon wieder auf. Denn was Sie, Sie haben ganz viel Schaum vor dem Mund. Ich will es auch begründen. Wir sind alle emotional, wir sind zusammen. Aber was wir nicht mögen, ist heute so,
Also, dass Sie nicht emotional. Entschuldigung, ich möchte, dass keine Zwiegespräche hier stattfinden. Wenn Sie noch hier einen Redebeitrag haben oder melden Sie sich bitte zu einer Wortmeldung oder melden Sie sich noch einmal für die zweite Runde. Aber ich möchte, dass hier im Plenarsaal keine Zwiegespräche stattfinden. Danke, Frau Präsidentin. Ich möchte auch begründen, warum ich kein Verständnis für diesen Redebeitrag hatte. Nämlich, Sie haben selber eingeleitet mit dem Satz, dass Ihr Redebeitrag eigentlich gar nicht so sehr mit dem Gesetzentwurf an sich zu tun hat. Und an der Stelle muss ich Ihnen noch recht geben. Aber was Sie dann gemacht haben, nämlich allen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus vorzuwerfen, dass Sie nicht an Menschlichkeit interessiert werden und sich nicht für die menschlichen Schicksale interessieren würden, das ist ein Vorwurf, den man nur als unbegründet und als unverschämt zurückweisen muss. Aber wir Abgeordneten sind es gewohnt, dass wir uns öfters mal auch sehr harsche Kritik anhören müssen. Was ich aber viel unverschämter finde, ist die Geringschätzung, die Sie den Beamtinnen und Beamten der Wachpolizei gegenübergebracht haben. Nämlich das so darzustellen, als sei das völlig ungeschultes Personal, das ist eine absolute Geringschätzung. Die Beamtinnen und Beamten der Wachpolizei übernehmen sehr wichtige Aufgaben bei uns hier im Land Hessen. Ich nehme nur mal als Beispiel, dass Sie zuständig sind für den Objektschutz beim Innenministerium. Sie glauben doch wohl selber nicht, dass wir da irgendwelche Hampelmänner aufstellen würden. Also, dass Sie sich nach diesem Redebeitrag, Frau Sönmez, wenn wir beim Thema Geringschätzung sind, wenn Sie selber als erste Rednerin hier am Zug waren, dann wäre es auch nett, ein bisschen Aufmerksamkeit dem Redner gegenüberzubringen. Aber, liebe Frau Sönmez, nach dem Redebeitrag ist auch klar, dass Sie sich hier im Haus nie wieder als Anwältin der Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen aufspielen dürfen. So viel zu der Debatte, die vorhin geführt wird. Jetzt möchte ich auch schon ganz kurz zum Gesetzentwurf selber kommen. Er hat eigentlich zwei Zielrichtungen. Einerseits die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu vereinfachen, zu verbessern. Auf der anderen Seite die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugdienstes zu entlasten. Darüber haben wir im Haus schon oft diskutiert. Das sind zwei Ziele, die wir ausdrücklich unterstützen. Deswegen werben wir auch nach wie vor für Ihre Zustimmung zu dem Staatsvertrag, sodass wir ihn ratifizieren können. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erteile ich der Fraktionsvorsitzenden, Frau Faeser, das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Ich würde doch dafür plädieren, und das meine ich jetzt an all meine Vorrednerinnen und Vorredner, gerichtet, etwas respektvoller miteinander in der Debatte umzugehen. Ich glaube, das würde dem Haus auch insbesondere bei so einem Thema guttun, weil es natürlich auf der einen Seite um ein schwieriges Thema geht, nämlich um das Rückführen, das Begleiten von Menschen in ihre Heimatländer, die unter schweren Beeinträchtigungen leben. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass Frau Sönmez hier auch Ausführungen dazu macht. Das muss man nicht beschimpfen. Man kann mal darauf hinweisen, dass es an anderer Stelle besser ist. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Trotzdem würde ich weit von mir weisen, dass ich das als zurechtweisen oder hinweisen bezeichnen würde, sondern ich finde, dass es legitim, das zu machen. Das machen wir auch. Und auf der anderen Seite finde ich es gut, wenn wir uns dann nicht gegenseitig wechselseitig unterstellen würden, was wir damit gemeint haben oder wie wir damit umgehen, weil hier geht es um einen höchst sensiblen Bereich. Es geht um einen höchst sensiblen Bereich der Rückführung. Und ja, dann muss man auch mal sagen, und ich finde, das kann man auch tun, da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu. Meine Fraktion ist der Meinung, dass es unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, Menschen zurückzuführen. Zum Beispiel, wenn sie hier kriminell geworden sind, Straftaten begangen haben, dann sind wir sehr wohl der Meinung, dass man sie auch wieder in ihre Heimatländer wieder zurückbegleiten sollte. Das sieht die Linkspartei anders, aber ich finde, das ist legitim, das hier zu diskutieren, meine Damen und Herren.
Und auf der anderen Seite geht es hier heute um die Frage, stimmen wir einem Staatsvertrag zu oder nicht? Und ich habe beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, dass ich es gut finde, Herr Hering, dass wir das hier miteinander im Landesparlament auch beraten, weil da gehört es hin. Und das macht so einen Staatsvertrag auch stärker, wenn er durch das Parlament legitimiert wird. Und in diesem Staatsvertrag geht es in der Tat, das hat mein Vorredner Herr Schauder gesagt, um zwei Dinge, nämlich zum einen um die Entlastung von Polizeivollzugsbeamten. Und ich glaube, mein Kollege Herr Rudolph und ich haben hier wirklich viele Stunden damit verbracht, die Landesvollzugspolizei zu entlasten, weil wir fanden und finden es immer noch, dass sie sehr stark unter der Belastung von unglaublich vielen Überstunden leiden, die Arbeitsbedingungen nicht immer die leichtesten sind. Und einer der Punkte, sie zu entlasten, war immer auch die Bereiche, Arbeitsbereiche zu definieren, zu sagen, wo kann man sie entlasten von polizeivollzugsfremden Aufgaben. Und über eine solche reden wir heute, nämlich die Frage der Begleitung von Menschen in ihre Heimatländer zurück. Das ist keine originäre Aufgabe, finden wir, eines Polizeivollzugsbeamten. Und ich hatte beim letzten Mal auch, glaube ich, eindrucksvoll hier geschildert, wie sehr auch die Polizeivollzugsbeamten darunter leiden, was ihnen da durch Politik auch aufoktroyiert wird. Insofern finden wir das richtig, und dafür haben wir als Sozialdemokraten hier lange gekämpft, Polizeivollzugsbeamte von diesen Aufgaben zu entlassen. Das Zweite ist dann die Frage, wie erfolgen solche Rückführungen, und die erfolgen in der Regel gerade in Hessen über den Frankfurter Flughafen. Das heißt aber, wenn Menschen aus anderen Bundesländern hierher kommen, die nach Hause begleitet werden sollen, müssen sie über hessischen Boden an den Flughafen, um international dann in Flugzeuge einsteigen zu können. Deswegen braucht es einen Staatsvertrag, um diese hoheitlichen Aufgaben, die von unterschiedlichen Bediensteten von einzelnen Bundesländern vollzogen werden, in anderen Bundesländern ermöglicht werden, zum Beispiel hier in Hessen am Frankfurter Flughafen. Deshalb ist dieser Staatsvertrag notwendig und richtig, und die SPD wird ihn auch deshalb unterstützen, meine Damen und Herren. Und ich glaube, dass man bei einem so klar umschriebenen Staatsvertrag, nämlich diese zwei Aufgaben, die Entlastung der Polizeivollzugsbeamten, auf der anderen Seite die Frage nach hoheitlichen Aufgabenwahrnehmungen in anderen Ländern, eigentlich nicht darüber reden muss, dass dieser Staatsvertrag etwas enthält, was er nicht enthält. Das, Frau Sönmez, ist meine einzige Kritik. Er enthält nämlich nicht aufenthaltserleichternde oder abschiebeerleichternde Bestandteile. Hat er nicht. Er hat zwei Artikel, in denen wirklich nur die hoheitlichen Regelungen drin enthalten sind, dass ich Vollzugshandlungen in anderen Bundesländern vollziehen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen muss man über diesen Staatsvertrag auch nicht so lange diskutieren. Deswegen kann ich es kurz machen. Wir unterstützen das. Ob die Frage, ob es durch Wachpolizisten geeignet ist, das finde ich durchaus eine diskutierenswerte. Da gebe ich Frau Sönmez recht. Da kann man durchaus darüber nachdenken, ob das nicht auch andere Verwaltungsbeamten machen könnten, die gesondert geschult sind. Wenn Wachpolizisten in dem Bereich besonders geschult werden, dann können wir uns das gut vorstellen. Aber ich glaube, diese Frage kann man an anderer Stelle gerne noch einmal aufgreifen, weil wir im Grundsatz es nicht für gut gehalten haben. Und Herr Frömmrich, da kann ich mich an viele gemeinsame Debatten auf der gleichen Seite erinnern, als wir dafür geworben haben, dass hoheitliche Aufgaben im öffentlichen Raum von Polizeivollzugsbeamten, die studiert haben, wahrgenommen werden sollen. Und dazu steht die SPD. Die SPD steht auch heute noch dazu. Das sollte von gut ausgebildeten Polizeivollzugsbeamten dann auch gemacht werden. Aber das ist eine andere Thematik, eine andere Debatte. Die hat mit dem Staatsvertrag heute auch nichts zu tun, meine Damen und Herren. Wir werden dem heutigen Staatsvertrag deshalb zustimmen. Für die FDP-Fraktion hat nun Herr Müller das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will es so kurz machen, dass ich hoffe, dass ich dieses Glas Wasser, vielen Dank, nicht brauche. Wir haben auch im Ausschuss, und das will ich an der Stelle doch mal anmerken, glaube ich, keine 30 Sekunden diskutiert zu dem Tagesordnungspunkt. Das zeigt, dass hier diese Bühne
genutzt wird, um das Thema in eine andere Richtung zu lenken, wie es Frau Sönmez gemacht hat. Dafür kann man Verständnis haben. Es hat nur mit dem eigentlichen Thema, es hat mit dem eigentlichen Thema Staatsvertrag nichts zu tun. Im Staatsvertrag ist geregelt, dass es zu einer Entlastung der Polizei kommen soll. Wir schaffen dort Rechtssicherheit für diejenigen, die diese Rückführungen durchführen. Das macht Sinn. Das ist richtig. Dagegen habe ich ehrlich gesagt auch keine Argumente gehört. Und deswegen werden auch wir als Freie Demokraten diesem Staatsvertrag zustimmen. Ich möchte es an der Stelle abkürzen, weil ich will mich auf die ganzen Debatten gar nicht weiter einlassen. Die führen wir an anderer Stelle, wenn es dann tatsächlich um die Frage der Abschiebungen und Rückführungen geht. Diese werden hier nicht erleichtert. Es geht nur um die Frage, wer sie durchführt. Und das muss man an der Stelle noch einmal ziemlich deutlich machen. Deswegen sind diese emotionalen Debatten vielleicht verständlich oder auch nicht verständlich, das muss jeder für sich beurteilen, aber sie sind jedenfalls nicht hilfreich. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Innenminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen, die hier die Zustimmung für den Staatsvertrag in Aussicht gestellt haben. Es ist ein Werk, das im Jahre 2018 auf einer Innenministerkonferenz begonnen hat und dafür Sorge tragen soll. In der Tat, das ist hier deutlich geworden, dass wir die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen des Polizeivollzuges ein Stück weit entlasten können mit Mitarbeitern des Verwaltungsvollzuges. Das ist der Gegenstand dieses Staatsvertrages, den wir Ihnen hier vorgelegt haben. In der Tat geht es dabei um aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Auch das ist sicherlich richtig. In der Tat ist das ein hier im Landtag streitiges Thema. Aber wir sind uns am Ende im Ergebnis ja darüber einig, dass, wenn es denn schon dazu kommen muss, dass das jedenfalls mal rechtlich korrekt sein muss. Und deswegen ist es erforderlich, dass wir, wenn wir den Polizeivollzug entlasten wollen, das eben auf eine solche Basis stellen wollen. Ich will die Debatte nicht unnötig verlängern, weil ich den Eindruck habe, dass wir uns hier an dieser Stelle über den Kern des Vertrages in weiten Teilen einig sind. In diesem Sinne bitte ich Sie, dem dann auch morgen Nachmittag zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist dieser Punkt beendet. Abstimmung erfolgt dann morgen.